Hi Leute, weiter geht's mit Let's Play Minecraft. Kurz weg, mich hat's schon wieder erwischt. Ich hab mal wieder eine Erkältung. Oder Schnupfen, besser gesagt. Ich habe irgendwie nur Schnupfen. Alles andere bleibt aus, Gott sei Dank. Naja, also wenn ich mal wieder ein bisschen still bin und gerade nichts mache, dann liegt, ihr wisst woran es liegt, ich bin mal wieder am Naseputzen oder am Niesen. So, also das nur kurz vorweg. Dann habe ich gerade eben gesehen, im Launcher wurde es angekündigt, Minecraft 1.14 wurde veröffentlicht. Da werde ich mich dann wieder drum kümmern, also in den nächsten, mal sehen, wie viel ich Zeit habe, 2, 3, 4 Wochen werde ich dann auf 1.14 updaten, aktualisieren. Und ja, wird hoffentlich schön. Ich weiß, ich habe noch gar nichts über 1.14 gehört, noch gar nichts. Nicht mal ein Gerücht, gar nichts habe ich gehört. Ich werde mich komplett überraschen lassen. Da bin ich schon sehr gespannt, was sie da so alles gemacht haben. Auf jeden Fall sah das auf diesem Bild, auf dem Titelbild bei dieser Nachricht, sah das ziemlich interessant aus, so also wie eine Art Krieg oder sowas oder eine Schlacht. Da bin ich, bin schon ziemlich gespannt, was der gemacht hat. Ich weiß nicht mehr, wie das Update heißt. Ah, da bin ich gespannt. Ich bin sehr gespannt. Wir spielen jetzt schon wieder länger auf 1.13.2. Ich hoffe, sie haben einige Fehler behoben. Unter anderem den, dass man aus Minecraft nicht mehr raustappen kann. Wenn man aufnimmt. Also, wenn ich nämlich aufnehme und aus Minecraft raustappe. Nicht mal das geht. Was war's? Ach genau, der Szenenwechsel. Wenn ich in Oblivion, nicht Oblivion, in OBS einen Szenenwechsel mache beim Aufnehmen, dann stürzt Minecraft ab. Wenn ihr euch erinnert, bei 1.12, wir hatten es ein paar Wochen, wo ich tatsächlich das Wiki zeigen konnte mit dem Szenenwechsel. Und dann habe ich auf 1.13 geupdatet und seitdem geht es nicht mehr. Seitdem stürzt Minecraft jedes Mal ab, deswegen mache ich das nicht mehr, deswegen habt ihr seitdem jedes Mal Standbild, eigentlich so wie es vorher auch immer war. Aber ich würde euch das halt gerne zeigen und ich hoffe, sie haben diesen Fehler behoben. Ich bin gespannt und lasse mich überraschen. So, was machen wir heute? Ich habe keine Ahnung. Ich werde auch nicht allzu lange aufnehmen, nur so 1-2 Stunden. Eben weil ich ja Schnupfen habe. Und weil es dann Mittagessen gibt. Also, gut, theoretisch wäre es egal, wie lange ich aufnehme. Ich mache mir das nur das Essen von gestern warm. Aber trotzdem. So. Was machen wir heute? Ach, wisst ihr was? Vielleicht machen wir einfach bei der Försterei weiter. Da hätte ich jetzt auch irgendwie Lust drauf. Laufen wir hin. Wir haben jetzt dort die Eichenbäume fertig. Und als nächstes würde ich gerne die Birkenbäume machen. Und da kommen wir ein bisschen weiter nach rechts. Dann haben wir weniger von diesem Berg abzutragen. Das wird hoffentlich schneller gehen. Vor allem, da wir jetzt auch besser wissen, wie wir es genau machen. Wir haben jetzt einen Quadranten mit, schon komplett fertig. Also den mit den Eichenbäumen. Mal sehen, ob schon alles gewachsen ist. Ah, noch nicht ganz. Zwei sind noch nicht gewachsen. Und es ist leider kein einziger großer da. Schade, aber egal. Vielleicht wird ja einer von den beiden groß. Bei den Eichen ist es ja ein ziemliches Glücksspiel, ob man mal eine große Eiche bekommt oder nicht. Aber selbst wenn nicht, ich glaube, das hier ist einer der kleinsten. Der hat 1, 2, 3, 4 vier Holzstücke. Das heißt, im schlimmsten Fall, wenn man immer nur die kleinen Bäume kriegt, dann hat man 4 Stück Holz pro Baum, mal 4 pro Reihe, das sind also 16, mal 4, das sind 64 Stück Holz. Also man kriegt einen ganzen Stapel Minimum, wenn man hier die Bäume abholzt. Und das ist schon richtig geil, finde ich. Also Holz oder Holzstämme, Holzbretter kriegt man dann nochmal viermal so viel. Also 256, 4 Stacks. Gut, also jetzt machen wir mal hier weiter, würde ich sagen. Wie am besten? Mache ich das in diese Richtung? Mache ich es in diese Richtung? Ich meine, ich könnte auch erst den Weg machen. Jetzt wissen wir ja, wie breit das sein soll. Und Birken haben auch nur einen Stamm mit einer Größe von 1x1 Blöcken. Also in zweidimensionaler Ebene.
Wir könnten hier also nachziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ah! Na toll. Die sind jetzt aber nicht gespawnt, oder? Ich glaube, die waren schon hier von der letzten Nacht, wo wir hier waren. Wobei es aber jetzt gerade auch wieder Nacht wird. Mist, jetzt muss ich wieder von vorne erzählen. Zieh mir diese mal von hier. Okay, also ich zähle das hier mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Wisst ihr was, wir können es ausrechnen. 1, 2, 3, 4, 5, sind das bereit? Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4 mal 5 sind 20, plus 3 sind 23, plus 2 mal 2 sind 27, plus 2 mal 3 sind 33. Fertig. Also, dann graben wir jetzt 33 da nach hinten. Minus 6, die wir schon gegraben haben, also die 33 zählen ab diesem hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Okay. Dann wird das jetzt auch noch hier weggegraben. So, und dann setzen wir jetzt die ersten Kiesblöcke. Kies, hier. So, wir waren bis nach diesem Baum. Die Frage ist, wie weit nach diesem Baum? Das weiß ich jetzt doch nicht mehr. Sehen wir nochmal nach. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. So, ich höre hier irgendwo einen Zombie oder so. So, dann machen wir hier weiter. So, das soll... passen. Ich höre auch Lava. Aber da ist es nirgendwo hell. Also ist sie wahrscheinlich irgendwo unterirdisch. Habe ich eigentlich die Rüstung an? Ja. Falls mich irgendjemand überraschend angreift. Dass ich nicht allzu viel Schaden kriege. Ah, da ist ein Zombie. Und ein Skelett. So, eventuell sollte ich demnächst auch mal anfangen, die Schaufel wieder ein bisschen voll zu machen. Das ist doch ein Skelett. Irgendwas läuft hier. Moment mal, das könnte das Huhn da vorne sein. Ja, ich glaube, ich mache mal wieder ein bisschen was in die Schaufel rein. Hier ist doch irgendwo ein Skelett. Das ist aber hinter den Bäumen, glaube ich. Ich glaube, das ist da irgendwo. Nein, doch da. Egal. Ziehen wir unsere Rüstung an und machen da weiter. So, also bis hierher. Und jetzt das hier noch. Wieder ein Zombie. Holen wir uns die Erfahrungspunkte.
die hier irgendwo sein müssten. Sehr gut. Ich höre hier definitiv Lava. So. Dann ich das hier noch weg. So. Die Bäume kommen dann auch noch weg. Aber das machen wir später. So, jetzt erstmal. Wir müssten das jetzt. Das ist ja von hier. Also theoretisch von hier bis dahin einschließend. Das müsste auch hier genau das gleiche sein. Ja, genau das gleiche. Das heißt, wir können jetzt da in diese Richtung auch einfach 33 machen. Das mache ich jetzt auch gleich. Also hier 1, 2, 3. Ja, dann müssen wir den auch nicht mal zwingend wegmachen. So. Also wir haben hier 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich mache den da weg. So, ich glaube, ich mache die hier dann doch auch gleich weg. Und den da auch. So. Und die Birke hier auch. Gut. Also 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Das waren zu viel. Ich muss nochmal neu ziehen. Da ist irgendwo ein Skelett. Nein, das ist eine Birke. Ich muss nochmal neu nachzählen. Also 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Was? Das sah aus, als hätte es getroffen. So, da ist irgendwo noch eins. Und hinter mir war irgendwo ein Creeper. So, der ist weg. Und ich höre noch eins. Aber jetzt rennen wir erstmal zurück, denn wir haben keinen Kies mehr. Und ich glaube, wir haben hier generell keinen Kies mehr. Ah, eine Spinne. Na, der Schaufel scheint es wieder ein bisschen besser zu gehen. Ist auch sehr schön. So, jetzt erstmal alles wegräumen, was wir nicht brauchen. So, Erde kommt hier rein. Und die Fackeln, die kommen ja später noch. Wobei, die können wir auch vorerst einfach mal hier rein tun. Okay. Ah, es wird sowieso wieder Tag gerade. Haben wir jetzt hier noch Kies irgendwo? Nein. Gehen wir nach Hause und holen welchen. Wobei, wir können das auch später machen. Wir können einfach trotzdem schon mal graben. Boah, das war ein Apfel. Ist hier vielleicht auch noch ein bisschen was? Naja, ein bisschen was. So, also, wie viel haben wir jetzt hier? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist ein Creeper. Und noch einer. Wenigstens haben wir das Skelett noch getroffen. Wow. Da ist noch einer. Weicht er nach links aus? Also wirklich. Und irgendwo gibt es noch ein Skelett. Da ist es. Jetzt.
So. Da rechts habe ich ja auch irgendwo etwas erschossen. Da. So. Besser. So. Dieser Baum hier muss weg. Und der hier natürlich auch. Generell können wir alle hier dann abholzen, sobald wir das Quadrant durch haben. Markiert haben. So, also, aber jetzt. Noch ein Apfel. So, jetzt aber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Bis hierher also. Dann machen wir das auch noch für diese beiden hier. So. Und für hier. Jetzt muss ich nochmal nachziehen, denn ich brauche ja die genaue Stelle, von wo aus wir nach links müssen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Da rein. Und das müsste jetzt eigentlich komplett durchgehen. Bis dahinter. Bis wir das da hinten haben. Da bin ich jetzt gespannt, ob das auch wirklich so geht. Also bei dem hinteren Weg da hinten müssten wir dann auftauchen. Perfekt! So. Oh, das wäre schon fast zu weit gewachsen. Na egal. Ich finde das super, dass es so aufgeht. Eigentlich wollte ich das mit der Axt machen, aber egal. So. Wir könnten schon mal die ganzen Blumen uns... Ja gut, die kriegen wir dann später sowieso. Aber die ganzen Bäume hier in diesem Quadranten können wir schon mal abholzen. Denn die werden sowieso... Die kommen sowieso komplett weg. Da noch einen. Diese Birke hier kommt auch weg. Da kommen ja dann später neue Birken hin. Ein Apfel. So, hallo Huhn. So, das sieht so aus, als wären das jetzt vorerst alle, die wir hier gefunden haben. Nein, da ist noch einer. Und jetzt? Nein, da ist auch noch einer. Okay, aber eventuell jetzt. Nein, da ist noch einer am Rande. So, aber jetzt war es das. Super.
dann würde ich jetzt sagen, kommt hier jetzt alles alles runter. Wir machen das Schicht für Schicht. Schicht für Schicht machen wir das. Das wird wunderbar. Ein bisschen Apfel, den holen wir uns dann gleich. So, bin ich voll? Naja, den Apfel können wir uns noch holen. So, und jetzt laufen wir mal kurz zur Truhe. Oh, davon ist noch ein Apfel. Super. Ich höre hier irgendwo einen Zombie. So, also das hier kommt mal alles weg. Das Ei können wir wegwerfen. So, dann haben wir hier noch Erde. Und fertig. Jetzt können wir wieder Zeug aufnehmen. Noch ein Apfel, juhu! So, jetzt hier sind ja auch sehr viele Setzlinge. Gefällt mir auch. So, dann diese Schicht hier. So, ich finde es toll, dass die Schaufel das alles aushält. Setzlinge. Habe ich da gerade einen Apfel gesehen? Oder eingebildet? Habe ich mir wohl eingebildet.